In dem heutigen Charttechnik-Update schauen wir uns den DAX auf Wochenbasis an. Ja, und natürlich mit Blick auf die letzten Woche, gerade so Ende Januar, Anfang Februar, sieht es nicht so rosig aus. Innerhalb kürzester Zeit hat der DAX doch deutlich Boden verloren. Die jüngste Korrektur mündete sogar in einem Test oder in dem Test des mittelfristigen Aufwärtstrends, der seit Februar 2016 intakt ist. Aber diese Trendlinie konnte dem Abgabedruck standhalten. Es kam dann auch zuletzt zu einer Gegenbewegung. Infolgedessen konnte das ehemalige sehr markante Zwischenhoch bei 12.390 Zählern von April 2015 zurückerobert werden. So, bis hier geht es noch aus charttechnischer Sicht, wobei technisch betrachtet der DAX doch angeschlagen ist. Einige Widerstände gilt es zu überwinden, damit wir wieder doch zur richtigen Normalität zurückkehren. Aber dieses Unterfangen könnte in der Tat ein wenig schwierig sein. Wir sehen hier im Wochenchart die Bollinger Bänder mit der Einstellung 40 Wochen und eine Standardabweichung. Das heißt also, wir machen aus den klassischen Bollinger Bändern einen Trendfolgeindikator, kurz erklärt. Oberhalb des oberen Bandes wird ein Kaufsignal generiert, unterhalb des unteren Bandes entsprechend ein Verkaufssignal. Und wir sehen also, dass wir vor kurzem das untere Band unterschritten haben. Das letzte Kaufsignal war im Jahr 2016, im August, Anfang August, um genau zu sein. Das heißt also, in dieser Zeit hat der DAX mehr als 14% zugelegt. Also doch, muss ich sagen, eine recht gute Performance. Ja, jetzt ist es natürlich so, der DAX neigt weiterhin zur Schwäche. Er notiert unterhalb des 40-Wochen-Durchschnitts oder unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Eine rasche, relativ rasche Rückeroberung wäre natürlich schon sehr wünschenswert, weil dann könnte die Erholung fortgesetzt werden bis in den Bereich bei 12.950. Und wie wir ja wissen, war das auch damals eine sehr markante Widerstandsbarriere. Und anschließend könnte dann die Runde Zahl bei 13.000 wieder ein Thema werden. Momentan sieht es aber nicht so gut aus. Das heißt also, ein Test der zurückeroberten Unterstützung bei 12.390 Zählern ist durchaus möglich. Darunter soll es nach eigentlich nicht gehen, weil dann könnte der DAX doch die darunter liegenden Verteidigungslinien, so bei 11.910, 11.860 und davor die runde Zahl bei 12.000 nochmal ins Visier nehmen. Darunter könnte es dann nochmal zu einem Test des besagten Aufwärtstrends kommen, der so aktuell bei 11.770 Punkten verläuft.